Uhrmacherin unter Krumbach, direkt neben Heißbruck im Nürnberger Land, zum Weihnachtsdienstag der 121. Einer alten Tradition noch aus der Buchhandlung Lösch folgen, möchten wir Sie am Heiligen Morgen zwischen 10 und 13 Uhr zum Sektschlürfen einladen. Aber seit einigen Tagen haben wir auch den Ingwertrink im Programm. Und vielleicht wollen Sie ja nicht nur feiern, sondern auch noch etwas für Ihre Gesundheit tun. Probieren Sie es mal. Auch zwischen den Feiertagen sind wir durchgehend für Sie da und würden uns freuen, wenn Sie reinschauen. Wenn Sie von weiter weg kommen, wäre ein Termin vielleicht hilfreich. Und dann können wir Ihnen auch unser neues LED-Lichtsystem von Oligo zeigen, das nicht nur wahnsinnig viele Beleuchtungsvarianten bietet, sondern auch noch gut aussieht und Energie spart. Wenn Sie sich lieber von zu Hause aus mit unseren Polstermöbeln beschäftigen möchten, dann empfehlen wir den neuen Jori-Konfigurator, in dem Sie jetzt auch Sofas zusammenstellen und berechnen lassen können. Außerdem gibt es eine Reihe von Sonderangeboten und sogar ein günstiges Gebrauchtes. In der Heißbrucker Zeitung ist ein ganz kleiner Artikel über unser 20. Jahrbuch, unser Jubiläumsjahrbuch erschienen, das Sie sich unbedingt schicken lassen sollten, wenn Sie es nicht schon per Post bekommen haben. Über eines der Einrichtungsbeispiele, einen Wohlfühlraum mit höhenverstellbarem Schreibtisch, haben wir jetzt auch ein kleines Video mit Steffi Kneisel, Chef der Patisserie im Gasthaus Rottner, geschnitten, das Sie natürlich auch im Newsletter finden. Und dann möchten wir Ihnen schon jetzt die Termine für die 18. Unterkrumbacher Werkstatttage unter dem Motto vom richtigen Zeitpunkt ans Herz legen, denn vom 10. bis zum 12. Juni gibt es bei uns am Freitag eine Veranstaltung mit Klosterkitchen und Schwester Regina Werner. Am Samstag eine Lesung mit Dennis Scheck und Eva Gritzmann und am Samstag und Sonntag zwei Tage der offenen Tür mit Kochworkshops zum Sous-Vide-Garn und Küchenfachsimpel. Wir wünschen Ihnen wunderbare Feiertage und freuen uns, wenn Sie uns besuchen. Die Musik im Hintergrund ist übrigens vom Kirchensittenbacher Posaunenchor.